Ja, Silvester, 2 Stunden um das alte und das neue Jahr herum. Hier sitzt ein Paar, das sich letztes Jahr genau an dieser Stelle verlobt hat. Wir wollen sehen, was aus der Liebe wurde. Ja, mein Gott. Und wir spielen schöne Musik. Er weiß nicht, was ich spiele. Er wird meine Musik hassen. Ich weiß nicht, was er spielt. Ich denke, er wird wieder seine blöden Jazzplatten mitgebracht haben. Dabei werden wir das Jahr reflektieren, das Leben, die Liebe. Roger, sag jetzt auch noch mal was. Du hast mir gefehlt, aber du hast mir auch deshalb nicht gefehlt, weil ich dir so viel schreiben konnte. Ja, es ist besser, wenn man sich mehr sehnt und weniger sieht. Es ist viel schöner für die Liebe, wenn man sich nicht so oft sieht. Ne? So ist es, aber Siehst du? Verlobung rappeldickt, muss ich sagen. Ja, aber die halten wir auch noch. Die ne? halten wir noch. Weil ich bin ja Fragen nach meinem Privatleben nach wie vor leid, du auch. Ja, so ist wir es. Bleiben verlobt. Ja. Wir erneuern das hiermit. Hiermit erneuert. Roger. Und wir gehen über diesen schwierigen Jahresübergang. Ich liebe dich. So, pass auf, die Musik, die ich mitgebracht habe, die ist schrecklich, die kennst du nicht, die magst du nicht. Es soll alles so sein wie immer. die ist von 1983, also wie viele Jahre alt? Richtig, 25. Und das hören wir jetzt mal. Kanntest du das? Also, liebe Hörerinnen und Hörer, ich sitze hier in einer Legebatterie und werde mit der Musik aus der Zeit konfrontiert, in der Elke Heidenreich noch Kassiererin in der Schmetterlingsbahn gewesen so ist. So ist es. Das ist Kirmesmusik. Ja, das ist Geiersturzflug. Das habe ich und mir gedacht. Ich habe in den 80er Jahren, als diese Platte in war, in Hamburg im NDR ein Morgenmagazin moderiert und habe immer die Musik ausgesucht. Und eines Tages hatte ich auf dem Tisch einen Zettel, der Redakteur teilt mir mit, diese Platte darf nicht gespielt werden, wenn der Koch aus Übersee sich seine alte Welt flambiert. Da stand, liebe Frau Heidenreich, Sie dürfen diese Platte nicht spielen. Dann habe ich den Hörern gesagt, jetzt hatte ich eine Platte, die darf ich aber nicht spielen. Brav, ich bin nämlich das ernst. Ich singe Ihnen das jetzt vor. Und dann habe ich das ganze Lied vorgesungen. Und das war dann meine letzte Sendung im NDR. Gibt's das nicht irgendwo als Schwarzpressung? Elke Heidenreich singt Geiersturzflug. Vielleicht hat das irgendjemand mal mitgeschnitten. Aber da waren einige solche Sachen, die man damals nicht spielen durfte. Wie gerne hätte ich unserer Zuhörerschaft gezeigt, wie du mit ausgebreiteten Armen in diesem Studio gesegelt bist. Vor ich habe das geliebt, dieses Lied. Ich fand das so frech und schön. Frohsinn. 83, ich bitte dich. Ja. So. Lass uns zurückgucken. Wir müssen ohnehin über die Liebe nachdenken, weil ich nämlich dir gleich einen Titel spielen werde, der unserer persönlichen Beziehung geschuldet ist. Ach so, und sollen deshalb, das denn alle mitkriegen? Das kann musikalisch jeder mitkriegen. So. Aber sag mir einmal, war es ein gutes Jahr für die Liebe in diesem Nee, bei mir nicht. Bei dir? Jetzt gegen Ende wird es etwas glanzvoller. Ich hatte also eine attraktive Mehrfelderwirtschaft, aber inzwischen wird es etwas besser. Ich habe mich in der Monokultur versucht, bin gescheitert. Jetzt am Ende kommt ein Hauch Glanz rein, aber es ist ja mit der Liebe, ist ja auch nicht einfach. Was wollen wir? Die Liebe soll immer alles sein, das kann sie nicht. Aber ne? sie soll nicht einfach sein. Ja, mein Freund Walter von Rossum sagt immer, es mangelt ja nicht an Liebe in der Welt, es mangelt an erträglichen Erwartungen in die Liebe. Das ist doch ein schöner auch Satz, schön. Ne? Und Marcel Proust hat was ganz Ungewöhnliches. Den Namen Marcel kann ich im Moment nicht gut hören. Sag einfach, ich gut Proust. Verstehen. Also Proust, ja, wir wissen Proust. Ohnehin, von welchem wir sprechen. Ja. Jener Proust hat gesagt, immer wenn ich schreiben wollte, ich liebte Albertine, strich ich den Satz aus und schrieb, ich hatte Lust, sie zu küssen. Ach, wie schön. Nicht wahr? Das ist auch schön. Ja. Das ist ein bisschen diesseitiger und deshalb ist auch mein Titel diesseitig. Erzähl. Aber der ist schmachtend und der ist so, wenn Männer schmachten, dann ist das etwas ganz besonders Rührendes. Man wirft ich. Dir ja immer vor, dass du viel zu viel schmachtest. Das kann sein. Und das ist ja, weshalb ich dich überhaupt auch liebe. Dies Vorwerfen, denen werfe ich vor, dass sie so gar nicht schmachten. Ja. Die Welt wird bestimmt nicht schlechter durchs Schmachten. Nein, das finde ich auch. Nicht wahr? Nein. Und der Mann, den ich dir jetzt vorspiele, ist eine der ganz großen musikalischen Hoffnungen Amerikas gewesen. Er ist mit Little Richard gemeinsam abgestürzt im Flugzeug. Ach. Man sagt sogar, dass es unter Umständen ein Sabotageakt der Musikindustrie gewesen sei, denn dieser Tod ist allzu rätselhaft. Bei jemand, von dem man glaubt, es würde der größte schwarze Musiker werden. Ist ein junger Mann und sein Name ist Otis Redding. Oh, Sitting on the Dock of the Bay. Sehr gut. Oh. Es ist zwar nicht dieser Titel, aber es ist einer, der dir direkt auf den attraktiven Leib geschrieben ist. Pretty und der woman. Heißt, I've been loving you a little too long to stop now. Give it to me. Schön. Das erreicht dich doch, das Einfach merke ich. Schön, das erreicht mich. Ja, Otis Redding ist doch wunderbar. Ja. Sag mal, wenn wir jetzt so zurückgucken, das Jahr, wollen wir zurückgucken? Also das Gerne. Schlimmste, also das größte Thema, diese Sache mit dem Geld. Ich habe neulich eine tolle Karikatur gesehen. Eine Frau fragt ihren Mann, hoffentlich kriege ich es jetzt zusammen, irgendwie, das ganze Geld, wo ist das eigentlich? Und er sagt, das ist gar nicht da. Man hat doch immer nur damit gerechnet. Das ist alles virtuell. Und dann hat sie gesagt, ja, wo ist dann das Problem? Sollen sie doch einfach weiter so rechnen. Das heißt, es ist alles Luftökonomie. Alles aufgebaut auf nichts. Und die Milliarden, die sie jetzt reinpumpen, die sind ja auch nicht da. Richtig. Und mit geringer Verspätung merken die, die den Sozialismus nie mögen, dass der Kapitalismus auch nicht funktioniert. Ja. Das haben zwar Heiner Geißler, Biedenkopf, immer schon Blüm, gesagt. Die aus der CDU, auf dem linken Flügel auch immer schon gesagt. Aber weißt du, was mich
mich fasziniert an der jetzigen Situation, das ist auch die Tatsache, dass Menschen, die mit dem quantifizierten Weltbild so lange umgegangen sind, immer nur gerechnet und gezählt haben, sich transzendieren müssen, weil sie völlig fremde Erfahrung des Scheiterns vor sich haben. Ja. Und sagen, woher nehme ich denn jetzt Trost? Woher nehme ich jetzt Bedeutung in meinem Leben? Aber das Zweite, was ich denke bei dieser Krise ist, was haben Sie eigentlich gedacht, dass man so maximalen Erfolg mit so wenig Rendite haben kann? Und dieses Denken geht ja bis in alle Bereiche. Völlig talentfreie Jugendliche denken, durch einen Auftritt im Fernsehen sind sie plötzlich Superstars. Ja. Also niemand investiert mehr irgendetwas in Bildung oder Kultur, sondern jeder denkt mit geringstmöglichem Aufwand, wenn Dieter Bohlen sagt, ich bin gut, werde ich ein Superstar. Ja. Und das geht ja bis in alle Bereiche. Ja. Das heißt, wir wandeln doch auf Glasplatten. Also mir macht das schon irgendwie ein bisschen Angst. Das heißt, die Realität wird knapp. Die wird knapp. Aber gegen die Banken- und Gelderkrise habe ich ein Rezept und das habe ich in meiner nächsten Musik. Ist ganz, ganz einfach. Ja? Ist auch wieder 25 Jahre alt oder so. Nee, 23 Jahre nur. Und das finde ich eigentlich einen guten Vorschlag, dieser Bankenkrise zu begegnen. Kannst du dich erinnern, die erste allgemeine Verunsicherung? Ja, die Band ja, aber den Titel habe ich nie gehört. Das super, ist ja der ne? Titel zur Bankenkrise. Ja, sage ich auch. Also, aber weil sie nichts mehr haben, müssen wir wohl wieder und was so einzahlen. So albern. Ba, 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 ba. Ja. Aber da wir bei der Weltlage sind, wir können ja nicht hier sitzen und keine Meinung zu Obama haben, oder? Ach so, nein, muss das sein? Müssen wir jetzt auch noch eine Meinung zu Obama haben? Hast du eine? Ja, ich meine, vielleicht sieht man anders drauf, wie der in Berlin aufgetreten ist. Genialer Schachzug, Hillary Clinton zur Außenministerin zu machen. Jetzt hat er sie alle. Mhm. Ja. Die Frauen, die restlichen Demokraten, die gegen ihn waren, wenn sie ihn mal nicht angreifen, attackieren, erschießen, wie was die Amerikaner es mit ihren Präsidenten ja oftmals schon gemacht haben. Was sich im Internet formiert in einer solchen Penetranz, dass es wirklich in Angst macht. In einer Hasstirade, ja. Wirklich wahr. Ja. Aber ich meine, trotzdem kann man nicht dran vorbei, dass der eine Stimmung komplett gewechselt hat und der swingt, der kann gut gehen. Ja, also wir wollen mal gucken. Hast du den mal auf die Bühne kommen sehen? Es ist aber ja, ein großer, schlachsiger Mann, aber ich habe einfach immer Angst. Ich und Michelle Obama? Ja, trägt die falschen Kleider, sagt man, ne? Alles irgendwie zu knallig, aber die werden das schon machen. Nein, wichtig ist ja die nicht, was sie jetzt für Kleider trägt oder sonst was, sondern ob da wirklich eine neue Politik kommt oder ob die Welt in einem Maße bereits verfahren ist, was ich glaube, dass man gar nicht mehr eine gute neue Politik überhaupt machen kann. Oder dass man plötzlich an einem Mann wie Obama sieht, wie wenig ein solcher wenig Mann selbst man machen kann, selbst wenn er gut ist. Ich glaube nicht, dass wir das alles zurückmachen können. Die Branchen am Abgrund, ganze Zweige versinken, Industriezweige und so, da ändert sich was. Und wie du eben sagtest, Kapitalismus zeigt sich jetzt, ist auch nicht die Lösung. Sie werden was Neues finden müssen. Und ob das dann ein charismatischer Mann kann, das ist noch die Frage. Und ich meine, bei der großen Begeisterung für Obama ist untergegangen, und mein nächster Titel führt dahin, ist untergegangen, dass wir Abschied nehmen von einem der entsetzlichsten Charaktere, die die Nachkriegspolitikgeschichte geboren hat, George W. Bush. Und einer der dümmsten Menschen der Welt, glaube ich auch. Und so wohlfeil es ist, weißt du, dass jeder kleine Kabarettist heute einen Witz über Bush machen kann, muss man sagen, erstens, es gab in Deutschland genug Leute, die Bush am Anfang unterstützt haben. Ja. Von Broder über Karasek, der auch für jeden Golfkrieg gewesen ist, bis zu Dieter Thomas Heck oder Herrn Marquardt, ich erinnere mich. Und ich wüsste gerne, dass diese Statements auch nochmal aufgegriffen würden, wo man gesehen hat, welche Anhängerschaft da verordnet worden ist. Das können wir doch machen. Lass uns das doch machen. Das kann man doch im Internet heute alles tun. Das könnte man. Man kann es nicht mehr in den Fernsehanstalten, aber man kann es im Internet. Ja. Ja. Und dann sich vorzustellen, wie der da sitzt und merkt, welcher unglaubliche Jubel entsteht im Augenblick, wo er endlich abdanken muss. Mhm. Und deshalb muss ich jetzt etwas spielen von einer Sängerin, die ich sowieso so sehr schätze, weil sie so eigen ist und weil sie zwar kommerziellen Erfolg hat, aber nichts für diesen getan hat, vor allen Dingen an ihren Anfängen nicht. Und die hat sich getraut, ein Protestlied gegen Bush zu schreiben. Und das ist eine ganz simple Ballade. Und die ist auch nicht grandios getextet und die hat auch kein besonders gutes Video dazu. Sondern sie ist der fast hilflose Versuch, aber der sehr expressive Versuch, diesen Mann zu porträtieren als das, was er ist, nämlich als einen Verbrecher. Ein Mörder. Und das tut Pink. Und zwar ganz einfach auf einer Bühne sitzend, flankiert von zwei Leuten und ein paar projizierte Bilder von hinten. Und sie spricht sogar über Whisky and Cocaine und sagt, Frau Bush, Sie sind doch bestolz auf diesen jungen Mann. He comes a long way from Whisky and Cocaine. Und das soll man zum Ende dieses Jahres noch einmal hören. Pink mit Dear Mr. President. Ja, gespenstisch. Ja, ne? Gespenstisch. Also manchmal denke ich, wir sind alle wie Klaus Störtebeker schon geköpft. Wir haben unseren Kopf noch unterm Arm und gehen noch einmal die Reihe entlang und wissen nicht, dass wir eigentlich schon umfallen. Ich habe neulich den Bericht eines Sozialpsychologen gelesen. Der hat gesagt,
Es ist im Grunde alles wie 33, als die Nazis an die Macht kamen, ohne dass wir jetzt Nazis an der Macht hätten. Aber es kommt ein radikales Herrschaftssystem, das etabliert sich. Alles bleibt beim Alten. Die Busse fahren ja noch, auch pünktlich. Die Schulen sind geöffnet, die Restaurants sind geöffnet. Wenn man die Karte in den Automat tut, kommt auch noch Geld raus. Der Alltag funktioniert. Aber im Grunde gehen wir auf Splittern. Also es kann alles jederzeit zusammenbrechen. Und es lässt sich auch nicht mehr erklären, was da im Moment passiert. Also ich finde, wir gehen sehr unsicheren Zeiten entgegen. Und da bin ich froh, dass so ein Dummkopf wie Bush in diesen unsicheren Zeiten uns nicht länger begleitet. Und dass dann Künstler wenigstens ihre Stimme noch erheben. Und sei es auch in guter alter Protestlied-Tradition. Mir fällt ein gutes Gleichnis von Aldous Huxley ein, der mal gesagt hat, verglichen mit der Weltlage, sagt, es ist wie ein Seerosenteich. Am ersten Tag eine Seerose, am zweiten zwei, am dritten vier. Und dann sagt er, am vorletzten Tag ist der See immer noch zur Hälfte frei. Und manchmal denke ich an diesen zur Hälfte freien See, der am nächsten Tag vollends bedeckt sein wird. Und dann erstickt alles. Früher haben die Leute Wahnsinnsanfälle beim Betrachten des ewigen Eises bekommen. Heute hat man sich damit abgefunden, dass wir uns ewiges Eis nicht leisten können, dass wir uns Tierarten nicht leisten können. Man hat sich in einer Weise darauf eingestellt, im Verlust zu leben und im Verlieren, die, glaube ich, einzigartig ist in der Geschichte. In dem ersten Lied, was ich vorhin gespielt habe, von Gaia Sturzflug, hieß es, was bleibt uns außer der Kultur. Und ich glaube das wirklich. Für mich war das Wichtigste, was ich in diesem Jahr gemacht habe, die Eröffnungsrede zum Salzburger Festspielen. Da war das Motto, aber die Liebe ist stark wie der Tod. Und ich finde weder die Liebe noch den Tod so besonders stark. Der Tod ist das normale Ende und die Liebe, naja, über die müssen wir nicht groß reden. Aber die Kultur ist stark, die Kunst, unsere Wurzeln. Wenn wir das nicht mehr haben, also Busch bleibt nicht, das alles bleibt nicht, aber Michelangelo bleibt, Leonardo bleibt, Bach bleibt, Mozart bleibt. Und wenn wir das nicht mehr haben und die Kultur vernachlässigen, wie wir es jetzt wieder in einem immensen Maße tun, denn wenn die Banken untergehen, gehen auch die Sponsoren unter und dann muss die New Yorker Oper sich stilllegen, weil sie nicht mehr bespielt werden kann. Und dann geht Gérard Mortier da nicht hin. Und das sind überall so Fäden, die sich weiterspinnen. Dann sind wir erst wirklich verloren, wenn die Kultur richtig im Arsch ist. Und wenn man dann bedenkt, dass Kultur im Kern immateriell ist, nämlich aus dem besteht, was zwischen Menschen hin und her geht, wie sie trösten, wie sie trauern, wie sie lieben, wie sie begehren, wie sie albern werden, wie sie bitter sind, wie sie altern, das ist eigentlich das, was Kommunikation, was Kultur ausmacht, dann verhungern wir an dieser Stelle. Ja. Die Musik, die ich jetzt noch habe, die passt dazu, obwohl wir haben ja nichts abgesprochen vorher. Nein, gar nichts. Ich bin auch überrascht bei allem, was zum ersten Mal nach Wochen gesehen und ich wusste, du wirst ernsthafte Musik mitbringen, das ist, so schätze ich dich einfach ein. Und ich hatte Lust, mal dummes Zeug rauszusuchen aus meinen alten Langspielplatten. Das sind alles auch Platten, keine CDs. Darum knistert das manchmal. Und da habe ich mich an ein Lied erinnert von Georg Kreisler. Das ist jetzt auch schon, wie alt ist das? Ich habe es mal aufgeschrieben, von 1975, also 33 Jahre alt. Und es passt ja wie die Faust aufs Auge. Hören wir uns das doch mal an. Es heißt das Kapitalistenlied. Nicht schlecht, hä? Nicht schlecht. Schöne Abbindung für den politischen Teil. Wo bist du dieses Jahr gewesen? Du reist doch immer so viel. Ich war in diesem Jahr für die Arbeit an dem Buch, was im nächsten Jahr erscheinen wird, viel in Bangkok und habe da ein kleines Apartment und ziehe mich dahin zurück und kann da immer vier Wochen... Ein Apartment in Bangkok? Ja, ein sogenanntes Served Apartment. Geht es noch exotischer? Ja, es musste sein, weil es ein Buch ist, das nur in der Nacht von Bangkok spielen wird. Wie bist du auf Bangkok gekommen? Was hat dich daran, ohne dass du es vorher kanntest, ausgerechnet dahin geführt? Ich bin da immer wieder hingefahren in der Vergangenheit. Aber irgendwann doch mal zum ersten Mal. Warum? Vor 30 Jahren, weil ich nach Südostasien ging und Recherchen trieb für einen Roman, der zu schwierig war für das, was ich kann und der deshalb ein Fragment geblieben ist, obwohl ich da 2,5 Jahre dran geschrieben habe. Und Bangkok mochte ich damals nicht und dann habe ich mich der Stadt angenähert und inzwischen ist die eine der reichsten und der vielgesichtigsten Städte, die ich kenne. Sehr buddhistisch, sehr klar, sehr heiter, sehr liebenswert in vielem. Und boomt? Und boomt. Unablässig neue Gebäude, unablässig wie Orchideen, wie Morcheln sehen diese Gebäude aus, die illuminiert in der Nacht hochragen. Und buddhistisch auch darin, dass jeder Taxifahrer immer noch die Hände vom Steuer nimmt, wenn er an einer Buddha-Statue vorbeifährt. Und was tut er dann? Er verbeugt sich im Wei. Der Wei ist also diese Hände aneinander gefalten. Und dann wird sich verbeugt und er ehrt Buddha. Und selbst die Demonstrationen. Ich war ganz am Anfang in den politischen Wirren von Bangkok, die immer noch andauern, war ich da und ich muss sagen,
angenehmer, liebenswerter kann eine Atmosphäre nicht sein. Und du bist jetzt in Bangkok und recherchierst für ein neues Buch, ein Sachbuch oder ein Buch, das ein heißt, Essay oder? Es wird ein Buch voller literarischer Miniaturen und zwar parallel zu Fotografien von Ralf Toten, der da lebt und seit 4 Jahren ein sehr namhafter Fotograf ist. Dickes Buch, erscheint im Herbst. Aber wie gesagt, da ist die Recherche wunderschön. Aura-Fotografen, Wahrsager. Aura, also wenn ein Mensch eine Aura hat. Ich habe angeblich eine und die sagt einem die komischsten Sachen. Weißt du, was der Aura-Fotograf über mich gesagt hat? Aber dann höre ich auch sofort auf. Ja, er hat gesagt, Sie sind so ein Mensch, der weiß immer schon, was das Gegenüber sagen wird, sagt aber trotzdem noch, ach nee. Und wenn man das an der Aura sehen kann. Ich habe eine kölsche Friseuse, wenn die mir die Haare schneidet, sagt sie, Elke, ich spüre das, du hast ja ein schlechtes Karma heute. Also was ist der Unterschied zwischen Karma und Aura? Aura ist das, was um dich rum ist und Karma ist das, was du angesammelt hast durch alles, was du bisher an Gutem und Bösem getan hast. Oh, du hast ein gutes Karma. Ja, meinst du? Ja, die Friseuse sagt, nee, das sehe ich an Haaren. Nee, das sehe ich ein ganz schönes Karma. Du hast vorhin so schön gesprochen über Kultur und ich sage dir, das ist das Einzige, was uns hält, das Einzige, was mich tröstet auch. Und ich will dir eine Musik spielen, die das hat und die so einen noblen Gest hat und um die man Angst haben kann, weil sie auch verschwindet und weil die nicht kommerzielle Kultur es im Augenblick sehr schwer hat. Es ist alte Musik. Es ist Musik aus der Nach-Scarlatti-Zeit eines ganz unbekannten Komponisten namens Galuppi. Und ich will eigentlich nur einen Satz spielen, nur um zu zeigen, wie der Gestus wie dieser schön. Musik ist. Ja. Ganz schön, ganz klar, ganz liebenswert. Aber was war das für eine Zeit? Barock? Das ist Nachbarock. Also wir sind doch nicht mehr ganz, ja, mehr denn ganz verheeret. Das war doch auch eine furchtbare Zeit. Ja, natürlich. Aber es war irgendwo auch eine Zeit, in der Menschen komponiert haben, die eskapistisch waren, die eine Gegenwelt brauchten und die komponiert haben. Du kennst dich in der Oper so gut aus, du könntest jetzt sofort sagen, wo das in der Oper, sind wo es im Künstler Sinn ist. Sind die Künstler nicht immer, wenn sie gut sind, eskapistisch? Eben nicht in dieser Welt, sondern in 10 Zentimeter drüber, um uns zu zeigen. Und plötzlich ist das Gegenwelt, plötzlich ist das Ideal. Und du hörst sowas wie diesen Galuppi eben und denkst dir, irgendein vollendetes Ideal herrscht da. Und das klingt so. Also das muss man dazu sagen, das ist nicht nur die Fähigkeit, Stille zu komponieren, was ich in der klassischen Musik wirklich immer wieder so berauschend finde, sondern der Pianist ist Arturo Benedetti Michelangeli in den 90ern gestorben, ein Eisheiliger des Klaviers, der eine Klavierschule in Italien hatte, wo er die Leute mal anreisen ließ und nach einmal hören wieder abreisen ließ. Glasklar spielt er. Wunderbar gespielt. So was Zartes, Leises und doch kraftvoll. Großartig. Und ich kann dir sagen, es sind die besten Konzerte, die ich in meinem Leben gehört habe, waren 3, die ich mit Arturo Benedetti Michelangeli gehört habe, der wirklich wie ein Scheuer, wie ein Alien auf die Bühne kam und diesen Sound hervorbrachte. Wunderbar. So trocken und so klar und was gut man gedacht. Immer auch vergisst, dass Stille und Musik ganz eng Hand in Hand gehen müssen. Ganz dass mal. Nicht alles so zugedröhnt sehr. Wird. Ja. Aber wenn das meine beeindruckendsten waren, und ich sage, es gab viele beeindruckende, aber die gehören auf jeden Fall dazu. Wüsstest du eins zu sagen aus dem Jahre 2008, ein Kulturereignis, das dich tief beeindruckt hat? Da wirst du dich jetzt sehr wundern. Also ich kann dir jetzt erzählen, dass ich in Salzburg Don Giovanni gesehen habe und Barenbäume und Bolesen, das war alles beeindruckend. Ich habe Jonathan Little gelesen, der hat mich für immer geprägt. Ich habe den tollen Nabucco von Vera Nemirova gesehen in Magdeburg, wo ich weinen musste, so schön war das. Und trotzdem hat mich was anderes erschüttert und zwar nicht wegen seiner Qualität, sondern wegen seiner Wirkung. Als dieser schiefzahnige Handyverkäufer Paul Potts aus England auf die Bühne kam und Nessun Dorma sang von Puccini aus Turandot. Da weinten ja alle und alle waren beeindruckt. Und sie weinten ja nicht über diesen Handyverkäufer oder so. Das ist einfach nur ein Event. Er war jetzt der Superstar, da stand ein dicker kleiner Mann mit schlechten Zähnen und sang. Es war ja Puccini, der sie erwischt hat. Sie haben ja gar keine Ahnung, dass es Puccini war. Sie wissen ja gar nicht, was der da sang. Die hörten etwas und plötzlich hatten alle Tränen in den Augen und es wurde ja sofort für die Werbung ausgeschlachtet. Und ich war im Sommer in Torre del Lago, da sind immer Puccini-Festspiele. Da passen 3.400 Leute in eine riesige Arena. Und das ist ja genau das, was wir an Oper eigentlich hassen. Diese riesigen Events, wo die Qualität und die feinen Zwischentöne und all das verloren gehen. Und natürlich tun sie das auch in Torre del Lago. Es ist riesig spektakulär inszeniert. Es macht ein Orchester einen enormen Lärm, damit man es auch in Reihe 7825 noch versteht. Aber die Leute sitzen da in kurzen Hosen, in Tennisschuhen, von den umliegenden Campingplätzen gekommen. 3.400, jeden Abend, monatelang, den ganzen Sommer durch. Und sie sind mucksmäuschenstill. Und sie hören Turandot und Tosca und Bohème und Butterfly. Und sie ahnen, was Schönheit und was Kultur ist. Es geht, man muss es nur machen und man erreicht sie immer. Weil das Herz kannst du nicht betrügen. Sie spüren es. Sie spüren es auch bei Paul Potts. Sie spüren es auch in einer so idiotischen Sendung, dass Nessun Dorma ganz große Kunst ist. Das sollte uns hoffen lassen. Das ist das Echte.
Das ist das Echte. Mhm. So verlogen das Ganze drumherum ist, so verlogen alle diese Auftritte, die er jetzt macht, alles Quatsch, alles dummes Zeug. Egal, ich gönne es ihm. Er hat ein schöneres Leben dadurch und hat jetzt auch schöne Zähne. Aber das ist die Leute, dass es sie so anrührt, dass sie sagen, was ist das denn? Das berührt mein Herz. Das ist Puccini, das ist Verdi, das ist Kunst. Das Komische ist, dass man häufig bei diesen Dingen denkt, wo kommt die eigene Rührung jetzt eigentlich her? Ich kann mir die gar nicht mehr erklären. Die wird aus 1000 Quellen gespeist und irgendetwas in einer Tonverbindung, in der Verlangsamung, in einem Sound, in einem Timbre oder so, hat diese Fähigkeit, uns so zu wandeln. Mhm. Musil hätte ja sogar gesagt, man kann den inneren Menschen erfinden. Man bringt den in Situationen, in denen er sonst nie gewesen wäre und er bildet sich innerlich um. Ich habe heute ein schönes Interview gerade gelesen mit André Heller. Und André Heller sagt, man kann nicht immer alles auf die Kindheit schieben. Meine Kindheit war auch schlimm. Ich war im katholischen Internat und so. Irgendwann kriegen wir Angebote an Kunst, an Kultur, an Schönheit, an Dingen, die uns wichtig sind. Und die formen uns. Mehr als alles, was man an uns unterdrückt. Das formt uns. Das hält ja wohl auch Leute am Leben, die lange in Gefängnissen sitzen oder lange weggesperrt werden. Ja. Es sind immer nur diese inneren Dinge. Ja. Und um ihm eine Übersetzung zu geben, weil das auch zu diesem Jahr gehört, in diesem Jahr, und ich weiß, dass uns das beiden gleich wichtig ist, ist die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte 60 Jahre alt geworden. Und wenn man bedenkt, dass das eine letztlich der größten Leistungen der Menschheit gewesen ist, ein solches visionäres Dokument zu formulieren und zu sagen, das gilt uneingeschränkt und für alle Länder und in allen Punkten und nicht nur auszugsweise und nicht nur für die Mächtigen oder für die Armen, dann muss ich sagen, größere Utopien hat die Menschheit eigentlich nicht mehr geträumt. Ja, ja. Jetzt hören wir eine Musik, die ich eigentlich erst in der zweiten Stunde spielen wollte, aber jetzt machen wir sie jetzt, weil die da so schön hinpasst und weil sie letztlich natürlich verballhornt, worüber wir gerade geredet haben. Wir haben darüber geredet, wie sehr uns Pol Potz mit Nessun Dorma erreicht, weil es Nessun Dorma ist. Von Verdi gab es diesen wunderbaren Schlager La Donna Immobile aus Rigoletto. Der Herzog singt das. Oh, wie so trügerisch sind Weiberherzen. Und darauf gibt es eine wunderbare Verballhornung, die habe ich mitgebracht, weil ich liebe diesen Finnen Numinen so sehr. Oh ja. Und der singt über die trügerischen Weiberherzen. Ja. Das passt doch jetzt. Machen wir doch dann. Das ist doch ganz große Kunst, oder? Ich bin oder? So heilfroh, dass das nicht Pol Potz gesungen hat. Ja, habt ihr gebaut. Das ist doch nicht zu fassen. Diese Finnen haben sie doch nicht alle, ne? Darf man das? Wusstest du, dass Finnland eine große Tango-Nation ist? Oh ja. Die tanzen Tango. Und ich möchte da so gerne mal hinfahren auf so ein Tango-Festival. Wäre das nicht mal was, was unsere Verlobung festigen würde? Beim nächsten Mal tanzen wir noch zu Silvester auf Finnisch Tango. Tanzt du Tango? Nichts. Du musst mich dann so flachlegen irgendwie. Ich muss so einmal umflacken. Den Satz habe ich schon jetzt so viele Jahre von dir hören wollen. Du musst mich dann mal flachlegen. Robert. Und das zu Numina. Ich finde, der Humor und der Sex widersprechen einander. Denn der Humor hat etwas Entspannendes. Der Sex kann nicht wirklich entspannend genannt werden. Nein, und wenn man wirklich lachen muss bei einer Nummer, dann ist es vorbei auch. Ja. Dann geht nichts mehr. Schon wenn die Nummer genannt wird, muss man eigentlich lachen. Ja. Sag mal, diese Flasche, die hier steht, die ja auch nicht billig war, machen wir die denn mal auf jetzt? Das Jahr ist ja bald zu Ende. Ist das Jahr schon soweit? Nee, was möchtest du den Menschen denn noch sagen in diesem Jahr? Oh, du gibst mir das Sprichwort. Ich möchte auf das alte Jahr zurückgucken mit einem musikalischen Titel und krieg jetzt keinen Schreck mehr, du wirst dich wundern, der Titel heißt Mensch. Und es ist nicht der Grönemeyer'sche Mensch. Nein, dein Herzchen kann intakt bleiben. Es ist eine wunderbare Version, die Frank Chastenier gespielt hat, auf einem meiner Lieblingserlebnisse im letzten Jahr. Und zwar war das die Afghanistan-Gala in der Bonner Oper, wo ich 10 Freunde auf die Bühne geholt habe, nur um für Afghanistan einen Abend auszurichten. Und da hat Frank, und wohlwissend, dass keiner im Saal gekommen ist für die Musik, sich ans Klavier gesetzt und hat mit John Goldsby zusammen eine Version von Grönemeyers Mensch gespielt. Nur 2 Leute, ernsthafte, gute Musiker. Und die haben gezeigt, wie viel Substanz in einem Schmachtfetzen sitzen kann. Und der Saal war nach 30 Sekunden mucksmäuschenstill. Und das Erste, was ausverkauft war danach, war die Platte von Frank. Und deshalb muss der jetzt gespielt werden. Gut. Und zwar genau in der Version, die wir haben eine Benefits-CD daraus gemacht. Und genau in der Version würde ich das gerne hören. Frank Chastenier, John Goldsby, Mensch. Roger, die Männer machen doch immer die Flaschen auf. Mach doch mal. Ist doch gleich Silvester. So? Gut, dann bin ich bei uns der Mann. Sie Bescheid wissen, meine Damen und Herren, es handelt sich um eine Flasche Champagner. Herr Dr. Roger Willemsen löst jetzt das goldene Papier. Das Papier ist ab. Dies ist der Reportageteil. Jetzt dreht er an dem Draht. Lässt du es knallen? Hier, natürlich lass ich es knallen. Sei froh, wenn ich es nicht in deine Richtung... Je nachdem, wie deine Wortwahl jetzt ist, lass ich es in deine Richtung knallen. Sekunde. Jetzt wollen wir doch mal sehen. Jetzt wollen wir... Es soll schon ein bisschen knallen, oder? Oh, die Techniker haben alle Angst. Ah!
Wow. Ja, das gehört? Hast du toll gemacht. Gehört? Der ist ja quer das ganze Studio bis aus. Ist es denn jetzt schon so weit, dass man anstoßen darf? Ich glaub, wir noch aufs nicht. Alte oder schon aufs Neue? Dürfen Nein, wir schon? Aber wir dürfen doch schon einen Schluck trinken. Ich lasse mir doch von einer Uhr nicht vorschreiben, wann ich mit meinem Verlobten einen Schluck Champagner trinke. Das ist so wahr. Wir können auch mal aufs Alte trinken, liebe Elke. Alles Gute dir in Bangkok. Komm wieder. Dankeschön. Ich werde wiederkommen. Und du, bleib uns erhalten. Ja, natürlich bleibe ich erhalten. Mit diesem Haar, mit diesen Augen, mit diesem Enthusiasmus. Und du uns auch. Sorg, dass dein Enthusiasmus nicht altert. Nein, niemals. Nichts davon. Das Feuer muss anbleiben. Und wir wollen auch nicht lieb werden im neuen Jahr. Auch das nicht. Das ist alles vorbei. Wir können vielen Menschen diesen Gefallen nicht tun. Dieses angepasste. Prost. Prost. Du hast ein Buch geschrieben, das mich in diesem Jahr sehr beeindruckt hat. Und das sage ich jetzt nicht ölig, weil du hier sitzt, sondern weil ich immer schon von Leonard Cohen den Satz so toll fand, there's a crack in everything, that's how the light gets in. Wo kein Knacks ist, ist kein Licht. Und dein Buch heißt Der Knacks. Das hat mich sehr beschäftigt und zwar vor allem der Satz, wann bin ich nicht der geworden, der ich hätte werden können? Mein Motto war immer von Kierkegaard, wehmütig grüßt der, der ich bin, den, der ich sein könnte. Diesen Satz habe ich noch vermisst in deinem Buch. Du bist da sonst so schlau und weißt alles. Und das ist da ist ja ein ganz tolles Buch gelungen. Entwickelt sich auch zum Bestseller, oder? Danke. Ja. Denn den Knacks haben wir alle. Diesen Riss, der ging ja auch durch dieses Jahr mehr als genug, dieser Knacks. Es war ja auch ein perfider Einfall des Fischer Verlages, eine Finanzkrise auszurufen im Augenblick, wo ein Buch erscheinen würde, was der Knacks ist. Ja. Was war für dich das Wichtigste in diesem Jahr, dieses Buch? Das Buch hat mich schon sehr beschäftigt und es hat mich vor allen Dingen sehr erreicht, dass es so viel Zustimmung gefunden hat, was ich nicht gedacht habe. Ich habe gedacht, das ist ein Buch, das mit dem Rücken zur Öffentlichkeit geschrieben ist. Wir alle lesen das, alle. Jetzt kommen sie auch alle, ich erfahre so viele Knacksgeschichten. Ich werde auch befrachtet mit diesen Geschichten, aber das ist auch in Ordnung, das zieht man an. Mein Lieblingskapitel ist das über die heile Welt, wo steht, wir sollen immer Gefühle zeigen, aber die richtigen. Mhm. Ich habe ja in diesem Jahr tüchtig Gefühle gezeigt, Zorn das und Empörung. Richtigen. Das waren nicht die richtigen. Ich finde sie doch richtig. Für mich waren sie richtig. Und ob. Und wenn ich mir einen einzigen Satz erlauben darf, und wir wollen nicht über diesen ganzen Chaos reden, den Gefallen tun, aber eines muss man sagen, die Ironie, die darin besteht, dass im Streit um Kultur am Ende eine Kultursendung verloren geht, dass dann eine Moderatorin verloren geht, die das kostbarste Gut, nämlich Enthusiasmus und Sachverstand für ihr Metier bringt und die fehlen wird, weil am Ende wieder nur die übrig bleiben werden, die dieses Fernsehen so lange schon nivellieren. Sie verwalten es zu Tode. Ich finde das auch, aber ich bin da, wo ich jetzt bin, sehr glücklich und mein Enthusiasmus ist ja mit mir mitgegangen und wir machen genauso weiter und brauchen eigentlich keine verkrusteten Strukturen. Also die Lindt-Kolonie ist unser... Ist unser Ding. Himmel geworden. Und was war für dich in diesem Jahr so der wichtigste Mensch, die wichtigste Begegnung? Gab es da was? Spontan gesagt ist es Dieter Hildebrandt. Och. Weil ich habe dieses der Glück mit Dieter. Ihm, ihm auf der Bühne zu sein und nicht nur das, mit ihm hinter der Bühne zu sein und zu sehen, dass das ein so integrer Mann ist, der eine so große Lebenswürdigkeit und Bescheidenheit hat und der so brennt an allem, was täglich wichtig für uns alle ist, der so sehr für andere leben kann und nicht nur für sich, das ist vorbildlich. Und dass ich in dessen Gesellschaft noch reisen und auftreten kann, das ist wirklich das größte Geschenk, was mir irgendwie mein öffentliches Leben gerade macht. Ich finde es sehr schön, dass du das sagst, weil ich den auch über alle Maßen schätze und mag und ihn auch in meiner Sendung hatte und ihn auch ganz großartig finde. Ja. Ganz integer, ganz gerade. Ja. Ganz unverbogen. Wunderbar. Ja. Wir haben einen Nachmittag in seinem Garten verbracht und eine Nacht und wir wollten ausgehen. Und am Ende sind wir angekommen, dass wir Brote geschmiert haben und Renate, seine Frau, saß dabei und wir haben zu dritt nur 7 Stunden lang geredet. Nicht und das, obwohl wir unablässig zusammen unterwegs sind. Also, guck, Roger, von solchen Leuten wollen wir geliebt werden, nicht von den Verwaltungsabteilungen. Ganz recht. Ja. So ist es. So, was ist mit dem neuen Jahr? Ist es jetzt da? Ich habe keine Uhr. Ich habe nie eine Uhr. Ich spiele uns doch noch einen Titel. Dann. Da. Roger. Es ist wieder soweit. Wir haben es geschafft. Elke. Stoß an mit mir. Ach, ich freue mich. Ausgerechnet mit dir. Ich weiß gar nicht, wie alt du eigentlich bist. 53. Ich bin jetzt 65. Ich bin Rentnerin. Weißt du, dass ich Rente kriege? Ja, nein, also ich wünsche dir ein schönes neues Jahr. Und ich wünsche mir, dass du mich auch in diesem Jahr nicht heiratest. Ich verspreche mir es dir. Mir keine du Küche einrichtest, geheiratet. Keine Schrankwand. Du kriegst keine Valentinskarte von nichts, mir. Und bitte. Dergleichen. Aber wir bleiben verlobt, weil das schützt mich so schön vor allem. Und mich erst. Ja, das ist gut. Weil und wenn mich jemand anbaggert, sage ich, ich bin verlobt mit Willems. Blühen und expandieren und wachsen. Bitte nicht noch mehr expandieren. Es sind jetzt 69 Kilo, es reicht. Zum Wohle. Zum Wohle. Und jetzt machen wir die Musikbox an. Sollen wir jetzt die Musikbox mal anmachen? Damit wir mal richtig saufen können, ja. Jetzt saufen wir die Flasche weg und machen die Musikbox an. Oklahoma Joe kam von den Blauen Bergen, zückte seinen Colt
Was hat er gewollt? Das war Konrad Beikircher. Das war ein Jahresanfang. Das war ein Jahresanfang, ne? Alles drin an Musik, was wir brauchen. Pusta, Esbischdeck. Schönes ungarisches Wort. Esbischdeck. Ist das von Beikircher? Nein, das ist von Helmut Qualtinger. Das ist eine ganz alte Nummer aus den 60er Jahren und heißt Einen Juke will er sich machen. Und ist eben eine komplette Musikbox durchgesungen. Eine Jukebox. Und das macht der Beikircher. Und das, finde ich, macht er großartig. Ich habe Qualtinger mal in Wien erlebt. Und es war eine insofern ich besondere auch. Ich auch. Veranstaltung, weil... Ein Irrsinn. Der hat im Musikverein, glaube ich, ist er aufgetreten und er las Anton Kuh, den großen Gegner von Großartig. Hätte ich fast mitgebracht heute. Kennst du Lärm vor dem Hause? Oder Tenor. Kann sein. Lecken Sie mich am Arsch mit Ihrer Musik in der Nacht. Ich soll Ihnen am Arsch lecken. Lecken Sie einen selber am Arsch. Wer bin ich denn, dass ich Ihnen am Arsch lecke? Unglaublich. Anton Kuh ist großartig. Und Qualtinger liest den und ist deutlich bezecht. Und kennst du Lenin im Demel? Das ist von Anton Kuh. Ich kriege die Geschichte nicht zu Ende. Versuch's doch nochmal. Ja. Also, was wolltest du Langweiliges erzählen? Qualtinger sitzt auf der Bühne, ist bezecht. Und vor ihm sitzt einer, der betrunken ist. In der ersten Reihe. Ist da ein Unterschied? Qualtinger konnte noch lesen. Der Mann hätte nicht mal mehr stammeln können, sondern er gröhlte bei jeder Pointe rein, um klarzumachen, er habe sie verstanden. Und Qualtinger als selber jemand, der getankt der gerne hatte, trinkt. Der guckte den an wie ein Insekt und dachte, wer nimmt den weg? Und dann stellte sich in der Pause raus, dass der Mann nicht mal eine Eintrittskarte hatte und von der Polizei rausgetragen werden ist musste. Ja, und das war so ein moralisches Aber es hat ihn nicht irritiert, ne? Also irritiert während der Veranstaltung schon, weil er sich selber sah in dem und hat gedacht, eigentlich bin ich dass der da sitzt. Also Qualtinger war einer von den ganz, ganz Großen. Ja. Und kennst du das? Es gibt eine Platte, die habe ich jetzt nicht da, aber wir machen ja nächstes Jahr wieder Silvester. Dann bringe ich die mit. Da singen André Heller und Qualtinger. Geh mal schauen, ob der König wirklich tot ist, ob das Messer wirklich rot ist. Kennst du das? Nein, kenne ich auch nicht. Oh, die haben böse Lieder gesungen, die zwei großartig. Oh, ja. Und Wien ist dann wirklich so. Als ich in Wien wohnte, hat die Nachbarin von mir immer ihrem Mann nachts eine Esbesteckgabel in den Arsch gehauen. Esbesteck! Das und dann hat die wirklich gerufen, wer ist der Arsch? Ja, wer ist der Arsch? Ja, du bist der Arsch. Ja, wer ist der Arsch? Ja, du bist der Arsch. Der Arsch, bist du ein Arsch, ein Arsch. So, und genau so davon handelt Anton Kuh. Ja. Lärm vor dem Hause. Rhythmisiert. Ja. Scheiße. Im Hintergrund, es wird dann immer leiser, mit Echo liest er das. Mhm. Ich soll ihn am Arsch lecken? Ah, lecken Sie das selber am Arsch. Elke, was mir gerade einfällt, wir fangen dieses Jahr 2009 an mit Arsch und Scheiße. Nein, und wir wollen doch mit guten Vorsätzen anfangen. Ich nicht. Nein, machst du noch gute Vorsätze? Weißt du, so macht man das nicht. Aber ich habe mir ernsthaft überlegt, ob man nicht wirklich eine gute Entscheidung treffen würde, wenn man sagen würde, was will ich, was will werde ich, was will und so. Du, aber das frage ich mich fast jeden Abend. Ich habe mir vorgenommen, wenn ich abends ins Bett gehe, dass ich überlege, was war heute scheiße, was ist schiefgelaufen, was hätte ich mir sparen können, was war schön. Und morgens, ehe ich aufstehe und aus dem Bett springe, bleibe ich auch ein paar Minuten liegen und denke, was muss ich heute schaffen, was kann ich schaffen und was wäre darüber hinaus noch möglich. Und das hat bei mir mit Jahresanfang und so nichts zu tun. Das stimmt. Dazu brauche ich keinen 1. Januar. Ich habe im letzten Jahr die außerordentlich reizende, über 80-jährige Enkelin von Sigmund Freud kennengelernt. Und die hat gesagt, also eine Stunde am Tag sich mit sich selber zu beschäftigen, was für ein Luxus, das ist ein völliger Quatsch. Ich das dürfte man Stunde, überhaupt nicht machen, das ist viel zu viel, man soll sich um die Welt kümmern. Völlig und so richtig. Und auch eine Stunde Haushalt am Tag ist herrlich, zu viel. Halbe Stunde. Ja. Schnell die Betten machen, einmal spülen, fertig. Mehr aber trotzdem, ich werde erwischt davon, dass ich denke, konzentrierter sein. Genauer sein, Unabhängigkeit wahren, lieben. Aber das tun wir doch. Besser küssen. Roger, komm mal her. Pass auf. Komm mal her. es geht doch. Naja, das bitte. War jetzt der also Kleine jetzt, fürs Radio. Gut, das war aber fürs es geht. wir machen den anderen, machen wir nachher. Gut, also dann spielen wir vielleicht trinken eine erst Musik, die Flasche leer. Ich möchte unbedingt eine Musik spielen. Ja. Und zwar, weil mich die erstens, und da werde ich nicht genauer werden, an einen der schönsten Momente des vergangenen Jahres erinnert. Ja. Zweitens, weil es ein Mann ist, der gestorben ist im letzten Jahr, am selben Tag geboren wie ich, 15.8. Ein großer Kanadier mit riesigen Pratzen und ein Mann, der vielfach unterschätzt worden ist. Weißt du, was eine Pratze ist? Ja. Katharina Wagner ist eine Pratze. Man sagt immer, Frauen, die mächtig viel Busen haben und sehr blond sind und lange lackierte Fingernägel und aus Franken kommen, aus Bayern, sind Pratzen. Das gilt für diesen Mann alles nicht. Der war schwarz, der war alt und er saß im Rollstuhl am Ende. Oh Gott. Und er ist ein immer unterschätzter Pianist gewesen, deshalb, weil er vielen zu populär war und die dachten, der ist zu zugänglich. Ja, populär ist immer gefährlich, ja. Ja, aber er ist auf eine wunderbare Weise melodieversessen. Und es gibt einen Titel von ihm, Nighttime, der Mann heißt Oscar Peterson. Naja, also ich bitte dich. Und Oscar Peterson Trio. Den muss man einfach hören. Und dieser Titel, der entwickelt sich aus einem ganz melodiösen Anfang in einen Abteil.
Tempostück und kommt dann wieder zurück. Gut. Ein herrliches Zurückkommen. We hear that now. Please. Ich mag das so gerne. Ich auch. Klavierspieler reißen mich sowieso nicht. Ich verliebe mich immer in Klavierspieler. Immer unglücklich, immer tragisch. Ja, aber warum? Sie ja, weil wenn mein Klavier spielt, bin ich einfach hin. Und ja, aber der kann das ja nicht überall mitnehmen. Ja, und leider das kann er ja auch nur immer 3 Stunden am Stück spielen und der Rest ist dann wieder Alltag und dann geht's wieder nicht. Aber ja, es macht mich einfach Also du fertig. Endest dann doch in Island mit der Ukulele. Letztlich, ja. Ich wollte auch noch eine schöne alte Damengeschichte erzählen. Du hast eben erzählt von der Enkelin von Freud. Ich hatte ein Erlebnis auf der Buchmesse mit der geschätzten 125 Jahre alten Ruth Westheimer. Kennst du die? Die kenne ich gut. Die geht dir ja bis ans Knie etwa, ne? Dr. Ruth. Die immer über Sex redet. Die kam auf mich zugeschossen und sagte, oh Elke, you are so fine looking. I suppose you have good sex. Dann habe ich gesagt, Ruthie, so ist es. Es läuft gut und so schlechter Pianist, aber guter Sex. Nein, guter Pianist. Ja, so als haben wir geredet. Und dann hat sie Folgendes zu mir gesagt, auf der Buchmesse. Dann hat sie gesagt, ja, du hast doch nichts dagegen, oder? Nein, ich kann ja immer auf dich warten. Wir haben eine liberale Ehe. Ja, ich bitte dich. Verlobung. Ich rede dir nicht rein, du redest mir nicht rein. Hauptsache die Verlobung hält. Sehr wahr. So, Ruth Westheimer hat zu mir gesagt, Elke, ich habe ein großes Problem. Ich war in der Hamburger Lais-Halle und habe ein Konzert gehört. Und es war ein schönes Konzert und Christian Thielemann hat dirigiert. Und an die Ende haben sie eine Zugabe gemacht. Und es hat mir so gefallen, ich habe geweint, ich hatte Gänsehaut an, die ganze Körper, ist nicht groß der Körper von Ruth Westheimer, aber ich hatte überall an Gänsehaut und ich habe solche Angst, ich fürchte, es war Richard Wagner, ich will ihn nicht lieben. Kannst du rauskriegen, was das war? Und habe ich habe eine wunderbare Mitarbeiterin, Leonie von Kleist, die habe ich angerufen, habe gesagt, recherchier bitte an dem und dem Tag, Konzert, Lais, Halle, Hamburg, Thielemann hat dirigiert, was haben die für eine Zugabe gemacht? Und Leonie rief mich am nächsten Tag zurück und sagte, es waren das Vorspiel aus den Meistersingern, erster Akt von Wagner. Deutscher und dann habe ich Ruth im Hotel, wir wohnten im selben Hotel, habe ich sie genommen, an die Bar gezerrt und habe gesagt, Ruth, du musst jetzt ganz, ganz tapfer sein. Es war Richard Wagner. Sagt und das mir als Jüdin und ich hasse ihn und er war Antisemit und es ist so eine gute Musik. Und dann hatten wir ein langes Gespräch darüber, was Kunst ist und dass das vollkommen egal ist. Alles egal. Leider ist dann alles egal. Und wenn die Kunst groß ist, wenn sie uns erreicht, wenn sie uns Gänsehaut macht, dann ist sie einfach groß. Und Ruthie hat es so spät erst gemerkt. Ja. Sie hat es begriffen. Sie hat gesagt, ich will ihn nicht lieben, aber jetzt liebe ich ihn. Wie die Colette gesagt hat, am Ende ihres Lebens, eigentlich hatte ich ein wunderschönes Leben. Leider habe ich es zu spät gemerkt. Ja, das ist auch ein schöner Satz. Das darf man nicht zu spät merken. Ja. Man muss es rechtzeitig machen. Aber Ruth ist lustig. Ja, die ist wunderbar. Ja, ich habe sie auch getroffen. In wunderbar, Moment. Die ist ja herrlich. Die und Inge Feltrinelli machen immer die Buchmesse, die beiden. Ja. So, erzähl, was haben wir schon du? Genug gesoffen? Ich finde, dass wir bei den Dingen, die wir für das jetzt beginnende Jahr ins Auge fassen müssen, dazu gehören Reisen. Und sag mir, ob du reisen wirst. Ja, ich reise nicht so viel wie du. Du reist ja um die ganze Welt immer fort. Ich habe mit einem Fotografen, Tom Kraus, mit dem ich ja schon viele Bücher inzwischen gemacht habe, immer wieder Reisen geplant und Reisen vor. Also, wir reisen nach New York im März und machen ein Buch über die kleinste Oper der Welt. Die gehört Tony Amato. Ach. Tony Amato ist Sizilianer und seine ganze Familie ist, glaube ich, Mafia, ich weiß es gar nicht. Und er hat gesagt, ich will Oper machen. Und er macht seit 40 Jahren an der Bowery 99 Sitzplätze. Er kann nur Bläser beschäftigen im Orchester. Die Geiger brauchen zu viel Platz mit dem Arm, die wedeln immer so. Und er macht mit Bläsern La Bohème. Und wir gehen einen Abend in die Met und einen Abend zu Toni und dann am nächsten Abend wieder in die Met und am Abend drauf wieder zu Toni und vergleichen. Und ich sage dir, Toni wird gewinnen gegen die Met. Das ist eine Reise. Und das zweite ist, also ich habe noch ein paar andere Reisen vor, aber ich habe neulich einen Rentner getroffen in Parma in der Oper, einen spanischen Rentner. Der hat gesagt, seit ich Rentner bin, reise ich einfach nur schönen Opern hinterher. Und das habe ich mir auch vorgenommen. Och, wie schön. Wenn irgendwo, ob in Palermo oder in Paris, eine schöne Oper gespielt wird, reise ich 2 Tage hin und wieder zurück. Weißt du, ich will keine Urlaube mehr machen, 14 Tage irgendwo liegen und morgens schon die Liege mit einem Handtuch belegen, damit ich einen Platz am Pool habe. Es gibt so schöne. Und du machst Reisen, die werden mir zu anstrengend. Also was du machst nach Guantanamo und Bangkok und so, das glaube ich könnte ich nicht mehr. Aber ich plane eine Reise den Mississippi entlang, von Nashville bis New Orleans, Louisiana und all die Städte, auf den Spuren von Musik. Die werde ich auch machen, auch vielleicht nächstes Jahr. Und ich werde auf jeden Fall nächstes Jahr endlich mal nach Aix-en-Provence fahren zum Festival. Ach, ja, aber für dich ist das an Ereignisse gebunden. Für mich ist es häufig an Landschaften oder an einen bestimmten Typus von leerer Landschaft gebunden. Das interessiert mich immer mehr. Ja. Und mythische Ja, es gibt Orte. Ja Leute, die die Wüste fahren, du ja auch. Ich fahre viel in die mein Wüste. Mein Freund will immer nach Ägypten zu den Pyramiden. Ich soll dann auf einem Esel reiten, wie Puccinis Frau Elvira. Und er will auf dem Kamel reiten, wie Puccini.
und ich soll demütig in Schleier mit Hütchen hinter ihm her. Das will er so. Ich denke gar nicht dran. Ich denke gar nicht dran. Kunderlein, der Esel wird sich wehren. Also ich bitte dich. Nein, ich plane Reisen im Zusammenhang mit kulturellen Sachen. Also ich fahre irgendwo hin, um ein Stück zu sehen, eine Oper zu hören, aber nicht mehr wegen Landschaften. Ich reise immer in eine Stimmung, in einen Blick, in Aroma. Ich will, in diesem Jahr werde ich in die Wüste reisen, in die Atacama-Wüste in Chile, wo ich unbedingt hin will und wo ich bis Ende März gewesen sein muss, weil es sonst unten in Patagonien zu kalt wird. Mhm. Und ich habe so einen Hunger auf eine bestimmte Form belichteter Netzhaut, dass du irgendwo weißt, die. Hat das mit deiner super Intellektualität zu tun, dass du so viel ein Kopfmensch bist, dass du völlige Leere brauchst, weiten Blick? Nee, es ist eher so, dass so bestimmte Konzentrationszustände sich symbolisieren in bestimmten Landschaften. Mhm. Und man überschätzt das Reisen insofern, als man immer denkt, es sei nicht langweilig und es sei nicht strapaziös. Es ist sehr langweilig und sehr strapaziös. Es ist ja sehr strapaziös. Und du wirst irgendwo liegen auf irgendeinem Boden in Afghanistan und wirst kein Licht haben und es werden 30 Kinder draußen darauf warten, dass du rauskommst und du wirst kein einziges Wort mit denen reden können. Und trotzdem gibt es irgendeine kreatürliche Vergewisserung über das, was du bist, in der Fremde. Und dieses sich selbst ausstellen an der Fremde ist eine sehr erfrischende Erfahrung. Mhm. Und auch eine so, die einen eher bescheiden macht und die einen reduziert. Und das habe ich gerne. Also ich reise am liebsten, wenn ich einen direkten Plan habe. Zum Beispiel, ich reise durch Schottland auf den Spuren von Macbeth. Wo war er? Wo hat er seine Schlachten geschlagen? In welchen fürchterlichen Schlössern hat er gewohnt? Wo ist er gestorben? Ich brauche immer so Ziele, so Themen, hinter denen ich herreise. So einfach wie du, ganz ins Leere, in eine Stimmung. Ich weiß nicht, ob ich mich das nicht traue oder ob ich glaube, ich habe die Kraft nicht mehr. Ich habe das früher auch gemacht. Ich bin nach Neuseeland gefahren, so 32 Stunden Flug war das damals noch, nur um Pinguine zu gucken in Neuseeland. Und ich habe es auch gesehen. Aber heute nehme ich mir ein kulturelles Ziel und fahre dahin und genieße dann an fremdem Ort schöne Dinge. Es steht dir zu. Jetzt spielen wir eine Musik, die wieder von mir kommt, immer abwechselnd, eine von dir, eine von mir. Die ist so blöd, dass ich mich gar nicht traue, die jetzt zu spielen. Ich wollte dir das spielen, um dich meiner Liebe zu versichern. Oh. Denn wir sehen uns so selten, wir schreiben uns manchmal. Ich weiß aber immer um dich und ich weiß, dass du einer dieser Menschen bist in dieser Welt, die mir wichtig sind. Dass du dein Leben lebst, von dem ich nicht viel verstehe. Ich lebe meins, von dem du nicht viel verstehst. Aber ganz tief drin ist irgendeine Unterströmung, die uns verbindet. Und dieses Lied, was jetzt kommt, ist saublöd. Und trotzdem meine ich es ernst. Und es hat irgendwas mit uns zu tun. Wir hören das jetzt einfach. Und ich sage auch mehr gar nicht dazu. Ja, Roger. Hä? Muss Trio sein. Ja, muss Trio sein. Ist Trio. Ist Stefan Remmler. Stefan Remmler, den ich immer sehr geliebt habe und sehr, sehr schön fand. Weißt du noch? Tora, Lora, Lora, Lu, ich mach Bubu, was machst du? Kannst du dich daran erinnern? Nein, Gott sei Dank nicht. Wir machen Bubu. Aber weißt du, was ein altes Dada, es ist Dada, oder? Es ist natürlich Dada. Es ist Dada. Aber mir geht es so, dass bei bestimmten Wendungen, also hier zum Beispiel, was dann, ich fange an, die immer existenzialistisch zu sehen. Ich gehe zum Briefträger und sage, haben Sie was für mich? Der sagt, heute habe ich nichts für Sie. Und dann denke ich, das ist wie eine Aussage über meine Existenz. Ja. Der Kellner kommt an den Tisch beim Servieren und sagt, sind Sie allein? Ich sage ja. Und mir kommen fast die Tränen, weil ich denke, ich bin wirklich allein. Und ich bin am Strand von Kapstadt gewesen im letzten Jahr. Und es stand ein alter Mann im Adidas-Hemd mit Flipflops in der Hand am Strand und schrie die Badenden an, wo werdet ihr sein? Wo werdet ihr sein? Am Armageddon-Tag. Niemand hat irgendwie geantwortet. Und dann ging er in die andere Richtung. Wo werdet ihr sein? Ja, das ist aber sehr existenzialistisch. Und dann bin ich zu ihm hingegangen und habe gesagt, nicht daheim. Ich werde nicht daheim sein. Ja. Und er hat nur so eine Bewegung gemacht, dass wir sagen, der ist aber lästig. Der wollte gar keine Antwort. Nein, der wollte diese existenzialistische Frage. Oh, übrigens fällt mir jetzt in diesem Augenblick ein, auch an demselben Strand wird ein Pass angespült. Och. Und zwar, ich gucke auf den Pass und sehe einen Südafrikaner auf einem Passbild und mit einem jungen Alter. Und ich kann die Geschichte nicht auflösen. Ich habe den versucht zu googeln und so weiter. Ja. Das ist so ein literarisches, existenzielles Motiv. Ja. Ein Pass wird angeschwemmt. Ja. Also das ist ja irre, was du da erlebst. Ja. Ich erlebe immer nur im Hotel, dass ein Ehepaar sitzt und wenn der Kellner mit dem Essen kommt, sagt die Frau,
Ich bin das Schnitzel, das Gottlieb ist mein Mann. Das ist auch sehr komisch, oder? Allerdings, ja, im Missbudendeutsch. Ich erlebe immer nur, dass ein Inder durch eine Hotelhalle geht und wolle Blume kaufen. Sagt zu einer Frau im Vorbeigehen, my interests are very easy to understand. Oh. Und man weiß, was das sehr für eindeutig sind. Yes. Ich habe ich kann diese ganze Comedian-Landschaft nicht mehr leiden. Nein. Das geht mir auf die Nerven. Man und dass jemand wie Mario Barth in Deutschland als großer Künstler gilt, finde ich mehr als peinlich. Ja. Aber Bastian Pastewka rührt mich immer noch. Der ist so gut. Der ist so klug und gut. Ja. Und ich habe eine Nummer gesehen, wie Bastian Pastewka, der ja sehr indisch auch aussieht, der diese dunklen Haare hat. Der hat in diese Haare tüchtig Kokosfett getan, hat sie noch angeklebt, hat so einen Kaftan angezogen und ist tatsächlich in Indien und in Pakistan durch Restaurants gegangen, mit Rosen in der Hand und hat den Pakistani gegeben, den wir hier oft sehen und hat immer gesagt, wolle Rose kaufen. Und keiner hat irgendeine Rose, sie haben ihn entsetzt angeguckt, dass der sich das traut. Ja. Das fand ich schon globalen Humor. Und das ist auch wieder so typisch, das ist eine wunderbare Reiseserie, die der gemacht hat. Ja, und großartig. Die wird vom Zuschauer mit Missachtung gestraft. Ja. Kaum gibt es besseres Fernsehen, wird das nicht geguckt. Ja, ist es so? Ist das Fernsehen vielleicht gar nicht schuld, wie ich ja behauptet habe, das Fernsehen wird immer blöder und immer schlechter. Sind wir schuld? Ist das Publikum immer blöder? Ich glaube, die Wahrheit ist, das Publikum ist exakt so blöd wie das Programm. Und es wäre populär, was anderes zu sagen. Aber wenn man ein Quotenprotokoll liest und sagt, das Banalste wird immer mit Zustimmung begrüßt, dann muss man sagen, das Fernsehen ist ein Medium der Unterforderung. Die Kultur ist ein Medium der Überforderung. Wenn ich mich abends entscheiden kann, will ich den zweiten Faust lesen oder einen Tatort sehen, entscheide ich mich für den Tatort. Aber wir tun so, als sei unser Leben so anstrengend, dass nur der Äthiopier nach einem leichten Arbeitstag nach Hause kommt und sagt, na jetzt aber den ganzen Tag Auslandsjournal. So tun wir. Und inzwischen, die Leute sagen dann immer zu mir, ja, man muss sich aber doch mal unterhalten. Und dann sage ich, ihr seid mal. Doch nicht in der Defensive. Ja. Ja. Wir sind in der Defensive. Ja. Wir möchten einmal etwas anderes als Unterhaltung. Wir möchten mal gefordert werden. Ja. Ja, und dass wir Artenschutz anmelden für unsere Formen der Interessen und für unsere Formen des Denkens und Fühlens oder unserer Absichten. Das ist doch das Natürlichste. Was würde ich denn machen, wenn ich den Lebensraum verraten würde, in dem ich groß geworden bin? Das ist der Literatur, das ist der Musik, das ist das, was ich schütze, was ich liebe. In Palermo, als Leo Luca Orlando Bürgermeister wurde, hat er als erstes die Oper wieder eröffnet. Und die Oper war 24 Jahre lang stillgelegt. Das hatte die Mafia gemacht. Die Mafia ist nämlich klug. Die wusste ganz genau, wenn wir dem Volk seine kulturellen Wurzeln nehmen, das, wo es sich freut, das, wo Leidenschaft angestachelt wird, wo Emotionen wach werden, dann können wir es unterdrücken. Und er hat die Oper geöffnet und jetzt ist wieder Leidenschaft, jetzt sind wieder Emotionen und die Mafiosi in Palermo sitzen hinter Gittern. Und sie wird besucht. Und wie? Und es ist wichtig. Mhm. Sie wissen alle gar nicht, wie wichtig die Kultur, die Musik, die Literatur ist. Sie wissen es nicht. Ja, und wie gierig. Das ist ein Jammer. Die Menschen zum Teil, weißt du, ich habe mal einmal in Afghanistan in einem Flüchtlingslager gestanden und ich habe aus dieser verschneiten Landschaft bei 20 Grad unter Null, härtester Winter Afghanistans seit 20 Jahren, ins Tal geguckt und ich sah in diesem Tal einen einzigen blauen Papierdrachen in den Himmel steigen. Und die Kinder drehten sich um und guckten nur diesen Drachen an, weil es 20 Jahre verboten gewesen war, Drachen steigen zu lassen. Das ist die Kunst der Afghanen, den Himmel voller Drachen zu hängen. Manchmal haben sie es nur an die Regenrinne gehängt, damit überhaupt irgendein Drache war. Warum war das verboten? Weil es etwas Schönes war? Es war Spiel, es war Ornament. Und Ornament, weißt du, Schmuck. Ja. Und du bist in dem Zusammenhang, stehst du da und sagst, endlich macht jemand etwas Nutzloses. Endlich spielt jemand. Und das ist so würdig, es ist irgendwie so human zu sagen, selbst dieses kleine Schnipselchen da im Himmel enthält die Erinnerung an etwas, was schön ist. Mach eine nutzlose Musik. Was die Leute Musik brauchen. Jetzt. Ich mache dir eine gar nicht so nutzlose, und ich muss einen Satz dazu sagen, es ist Gabriel Fauré, den ich dir spiele. Und es ist ein Stück, das mich jetzt berührt. Kennst du das Requiem? Aber ja. Oh. Ja, aber das wäre ja jetzt für ja, viel, nein, das wollen wir jetzt nicht. Nein, das Jahr fängt ja gerade erst an. Ein nachdenkliches, liebenswertes Stück, und ich bin ja mit einer 8-Karl-May-Revue mit zwei polnischen Pianistinnen auf der Bühne. Anna und Ines Walachowski, zwei liebenswerte Schwestern, exzellente Pianistinnen. Und jeden Abend, wenn wir das aufführen, freue ich mich immer auf dieses Stück. Und dann habe ich gedacht, das bringe ich jetzt Elke mal mit. Ach, wie schön, ja. Damit du einmal siehst, von allen Stücken, die wir spielen an dem Abend, ist es das, was man. Das ist ein Karl-May-Abend, der heißt Ein Schuss, ein Kuss und dann ein Schluss oder so ähnlich. Ein Schuss, ein Schrei, das meiste von Karl-May, genau. Ja. Und da wird immer Musik gespielt, die korrespondiert zu dem, was wir gerade gelesen gehört haben. Ja, und mit was korrespondiert diese Musik jetzt, die wir jetzt hören? Das ist, glaube ich, durch die Kordilleren oder so. Und es gibt auch einen Bezug dazwischen, ist aber zu kompliziert zu erzählen. Aber jedenfalls jetzt die Berceuse von Fauré. Solche das schönen, waren übrigens die beiden. Das waren solche schönen Sachen machst du auf Lesungen. Das macht solchen Spaß. Das ist ja toll. Also, pass auf.
Ich habe jetzt auch noch eine Klaviermusik, die ich dir vorspielen möchte. Die ziehe ich jetzt einfach mal Wenn vor. Wenn das wollte doch mal die Hörerinnen und Hörer sehen können. Hier sitzt also Elke Heidenreich, hat vor sich einen Suppenteller voller Salzbrezel. Lecker. Hat ein perlmuttfarbenes Brillenetui. Ich beweise mal und eben. Blätter noch und noch. Dann ein, was ist das, Lippenstift? Ah nein, ein Stift. Nee, was ist ein Stift zum Schreiben? Ein Stift und dann haben wir Salzgebäck. Mhm. Gut, bitte fang an. Die Leute sollen sich vorstellen können, wie wir hier sitzen. Pass auf, ich will dir jetzt mit Klavier. Ich habe was mitgebracht mit Klavier, weil das mit dir gerade so gut passt, dann möchte ich das jetzt spielen. Das ist eine ganz alte Platte. Ich habe alles nur alte Sachen heute. Jetzt muss ich diese Salzbrezel mal runterspülen. Ich wollte gerade sagen, und das mit Champagner. Mein Gott, hat die Frau Leben gemacht. Also, von 1974, 33 Jahre alt. Ich habe dich völlig 34 verzogen. Jahre ich habe dich so verzogen. Seit wir verlobt sind, bist du so. Aber Schatz, das macht es doch gerade so schön, da oder? Hast du so recht. Und wie es perlt wieder. Wie es perlt. Gut, dass diese Tische zwischen uns sind. Ist das ich käme ja gut? rüber und würde Aber sagen, hallo. Also leck mich fett. Nee, sag. Pass auf. ein Benefizkonzert vor 34 Jahre, 1974, in London aufgenommen, und zwar für die International Piano Library. Also für eine Bücherei, die alle Klaviersachen, Noten und alles, was verschollen ist, was mit Klavier zu tun hat, hat. Und das waren 13 Pianisten, darunter Alicia de la Rocha, Victor Borge, Radulupu, solche Leute. Mhm. 13 Pianisten. Und diese 13 Pianisten spielen jetzt den türkischen Marsch von Ludwig van Beethoven. Und sie spielen ihn ganz normal. Du hörst es aber donnern. 13 Flügel und 13 Pianisten. Und am Ende hat sich Radulupu, sagt man, einen Fez aufgesetzt und hat Unfug getrieben und ist ausgebrochen. Radulupu, du weißt, wie er aussieht. Ja, natürlich. Ne? Hat so ein Pferdeschwanz, ist eh so ein wunderbarer Spinner gewesen immer. Und er brach aus und dann hörst du, das muss ich deshalb vorher ansagen, damit man wirklich drauf achtet, wie superklasse Pianisten sofort in diesen Unsinn einfallen und mitmachen können. Ehrlich? Das war nicht abgesprochen. Sehr gut. Sie haben den türkischen Marsch gedonnert, benefizmäßig, und einer bricht aus und alle ziehen mit. Und wie die das machen, das hör dir mal an. Klasse. Das finde ich schön. Was, wo du siehst, jeder kann es und jeder kann auch das Schräge, das Kaputte, das Verrückte. Aber jetzt können das wir so einen mir. Schönen Brückenschlag machen, weil nämlich die Musiker ursprünglich alle improvisierte Musik gepflegt haben. Mhm. Und auch der Barockmusiker, auch diese Musiker, auch Beethovens Zeit mit der Kadenz war improvisierte Musik. Und der Jazz ist improvisierte Musik im Wesentlichen. Letztlich entsteht ja Kunst immer aus der Improvisation. Genau. Aus der haben Champagner getrunken. Hier, nimm noch was. Ja. Ja. Und, same procedure as every year. Yes, Mr. Dingsbums. Und das ist ja aber auch, das ist ja genau das, was den Künstler auszeichnet vor uns allen. Dass er sich hinsetzen kann und etwas, was wir alle empfinden, in Worte kleiden, in Töne kleiden und etwas daraus machen. Und sie so leicht wie der Radulupu sich hinsetzt und dann die anderen Stimmen ein und denen fällt irgendwas ein. Ja. Und das wird immer dissonanter, aber sie haben immer noch die Variation im Kopf. Ja, großartig. Wunderbar. Ja. Passt übrigens, jetzt denkt man wirklich, wir hätten es abgesprochen. Nein, wir haben nie was abgesprochen, Roger und ich, weil gewusst. Das langweilt uns. Wir haben nicht mal die Reihenfolge gewusst, in der wir was machen. Und wir halten die ganze Zeit unsere Blätter hier vor uns, damit keiner sieht, was er macht. Gucken, was ich noch habe. Ja. Ich sag dir, ich habe etwas, was wunderbar passt. Ich will nämlich nochmal Stille herstellen. Und zwar in der klassischen Musik, in der Barockmusik. Diesmal ist es Händel. Weißt du, dass es Stille nirgends auf der Welt gibt? Im Weltraum, die Planeten machen Geräusche, unter Wasser sind Geräusche. Wenn es ganz still ist in dir und um dich herum in einem schalltoten Raum, hörst du dein Blut rauschen, hörst es klopfen in deinen Ohren. Stille gibt es nicht. Ich habe mal in der Steppe in Afghanistan gestanden, im Norden, auf der Grenze zu Tadschikistan. Und da stehst du und hörst wirklich deinen eigenen Atem. Und du merkst, dass du immer da bist, wo das Geräusch ist. Und wenn kein Geräusch von außen kommt, bist du plötzlich bei dir. Und du merkst, wie selten du das bist. Toll. Und wenn dann die Nacht eindringt, dann hast du das Gefühl, es wird so eine Kuppel von der Fläche gehoben und die öffnet sich in einen Schweigeraum, der noch viel größer ist als der, in dem du gerade stehst. Aber du weißt, dass die Planeten in diesem Schweigeraum Geräusche natürlich, machen. Das natürlich. Das hat man ja gemessen. Ja. Machen die. Die machen irgendwelche ganz tollen Sachen. Das war jetzt Venus. Das habe ich ganz genau identifizieren können. Das muss Venus gewesen sein. Natürlich, nach so viel Gläsern Champagner. Dass es möglich ist, Stille zu steigern. Ja. Was eigentlich absurd ist. Was willst du jetzt eine stille Platte spielen? 3 Minuten Stille? Ich will anschließend an das, was du gerade gespielt hast, will ich dir 2 Variationen aus einer Händel-Suite vorspielen. Ja. Die Variation ist die Möglichkeit, durch Improvisation eine Form zu verändern, sie in die Luft zu werfen und neu aufzufangen. Und das macht der mit diesen beiden Variationen. Und ich spiele wirklich nur die beiden. Also Händel-Suite. Weißt du, das rührt mich, diese Musik. Wenn du auf der einen Seite siehst,
dass das Variationsprinzip, wie das Improvisationsprinzip ist, dass Gefühle frei werden dabei und dass gleichzeitig die Gefühle so eine Stringenz haben. Sie haben so eine notwendige Entwicklung von innen. Das ist nicht die Bild-Zeitungslogik, brachte Nein. sich um aus Eifersucht, sondern es sind komplexe Gefühle. Ja. Es sind ganz viele Gefühlsmischungen, die miteinander in Reaktionen treten. Ja. Und du schwimmst mit ihnen und wirst mit ihnen umgebildet. Und es ist so schön, sich darin wiederzufinden. Du kennst doch Xerxes von Händel. Ja. Da singt ja der König Xerxes am Anfang, hat er aus Zorn einen Baum gefällt, unter dem er immer saß, wenn es ihm gut ging. Und jetzt singt er Ombra mai fu, nie war ein Schatten so schön wie dieser und nie wird wieder ein Schatten so schön sein wie dieser und ich habe diesen Baum gefällt. Ich war vor ein paar Jahren mit meinem Freund in Glyndebourne auf diesem Festival und sie spielten Händel. Und als wir von London dahin fliegen wollten, war auf Heathrow ein Bombenattentat und die Flüge wurden gestrichen und wir mussten irgendwo hinfliegen und dann mit dem Taxi sehen, dass wir nach Brighton kamen. Und, und das heißt, in London hatten wir die Begegnung mit der Achse des Bösen, in Brighton hatten wir die Begegnung mit der Achse des Blöden, dieses dumme Ding, was da, der Pier, der da ins Meer reinragt mit Riesenrädern. Und dann saßen wir irgendwann in Glyndebourne und sie spielten Händel, Giulio Cesare, und es war von einer Schönheit und Innigkeit, die all das vergessen ließ. Siehste. Und dann sagte mein Freund, guck mal, Achse des Bösen, Achse des Blöden, das können wir alles vergessen. Wir können auch Julius Caesar und seine Armeen vergessen. Händel hatte keinen einzigen Soldaten, das bleibt. Und da sind wir wieder da, wo wir am Anfang schon waren mit unserer Sendung. Ich möchte jetzt ein Lied spielen, was überhaupt nicht zu dieser Schönheit, die du da gerade reingebracht hast, passt. Das ist nicht schön, das ist wild, das ist wüst, das ist ziemlich alt, von 1983. Die Österreicher haben ja einen Haufen guter Liedermacher immer gehabt. Also Danzer, Ludwig Hirsch, Heller natürlich, Falco, alles Mögliche ist in Österreich passiert. Und damals sang Ludwig Hirsch ein Lied, an das ich jetzt wieder denken musste, als ich in Kulturzeit in Dreisat neulich einen Bericht sah über Jugendliche und Sexualität. Und da habe ich zum ersten Mal seit langem wieder auf dem Sofa gesessen und geweint. Da wurden 15-jährige Mädchen gezeigt, die schon 50 Sexualpartner hatten, einmal abgetrieben haben. Achtjährige, die ihren Eltern beim Sex zugucken, zum Teil auch zugucken müssen. Kinder, die missbraucht werden. Das heißt, Jugendliche, die auch auf dem Schulhof Sexualität miteinander betreiben, gegen Geld. Ein Mädchen sagt, damit verdiene ich mir ein bisschen was, ich lasse halt jeden hin. Und andere filmen das auf ihrem Handy und reichen das weiter. Das heißt, das Schönste, was zwischen zwei Menschen passieren kann, die innigste, die einzige wirkliche Begegnung und Berührung, ist für immer versiebt und verkorkst. Und wie entsetzlich und wie grässlich und wie traurig ist das und wie armselig. Und da habe ich an dieses Lied gedacht und habe es rausgeholt von einer meiner alten Platten von Ludwig Hirsch. Es heißt Jugendfrei. Und es zeigt mir, wohin eine Gesellschaft, die sowas duldet mit ihren Kindern, wohin die kommt, wo die landet. Ganz woanders als Händel wollte. Tja, 25 Jahre alt. Und jetzt stimmt es schon wieder. Ja. Wobei viele der jetzigen Gefahren schleichend kommen, so unauffällig, gar nicht durch Attentate, gar nicht durch Gewalterhebungen. Haben wir jetzt Lust auf das neue Jahr oder haben wir eher Angst? Oder haben wir Spaß? Wir haben Lust, weil wir auf jedes neue Jahr Lust haben. Wir wollen einfach leben. Ja, wir wollen einfach leben. Und wir wollen es mit Sinn. Wir wollen es irgendwie mit Sinn tun. Und konzentriert. Und mit Verstand. Und Bewusstsein. Ja. Und da wir kurz vor Ende dieser Sendung, müssen wir eigentlich uns überlegen, was begründet jetzt das? Was begründet unsere Haltung? Ich finde, man kann weitergeben, den Leuten zu sagen, verteidigt eure Interessen, erkennt eure Interessen, verteidigt eure Leidenschaften, meldet Artenschutz an für die Art, wie ihr seid. Ich finde, ich habe mich neulich erschrocken, als ich an den Bahnschalter ging und zu einer Frau sagte, ein Ticket verlangte und sie sagte, warum gehen Sie nicht zum Automaten? Und ich sage, das tue ich ihretwegen. Und sie sagt, wieso meinetwegen? Und dann sagt sie, naja, je mehr Automaten, umso weniger von Ihnen. Dann sagt die ernsthaft zu mir, so habe ich das noch nie gesehen. Und dann habe ich gedacht, so weit sind wir, dass du deine eigenen Interessen nicht mehr identifizieren kannst. Und die Botschaft, glaube ich, wenn wir moralinsauer werden, wir beiden, dann ist es wirklich, glaube ich, hauptsächlich deshalb, weil wir schützen möchten, das, was wir lieben. Also sauer werden wir dabei nicht, moralinsauer. Ja, genau. Aber eine gewisse Moral, für die plädiere ich schon. Ja. Und für die stehe ich auch. Ja. Und für die stehe ich auch mit all den Fehlern, die ich mache, dass ich mich oft, wie ja im letzten Jahr geschehen, auch im Ton vergreife. Aber im Kern bin ich richtig und ich weiß, ich habe recht. Und deswegen kann
nämlich auch gar keine Häme von außen zerbrechen, weil ich weiß, ich habe recht. Ja. Ich habe nur ein einziges kleines kurzes Leben und das weihe ich nicht dem Schwachsinn und dem Duckmäusertum. Ja. Und viel von diesem Leben ist schon rum und den Rest will ich aufrecht gehen. Und zu wissen, was sein soll und zu wissen soll, was auf keinen Fall sein soll, das muss recht sein für jeden, der öffentlich arbeitet, das zu tun. Auch wenn er sich selber schadet, wie du dir geschadet hast. Das macht nichts. Das gehört dazu. Ja. Ich möchte in den Spiegel gucken können morgens. Also nehmen wir das als Botschaft. Wir sagen einfach, damit sehen wir nicht so schlecht aus. Und dann wird das neue Jahr doch ganz schön. Dann wird das neue Jahr ganz schön. Und 2009. Dann werden wir in einem Jahr hier sitzen und werden uns überlegen, wie es war. Ja. Werden wir uns vielleicht mal einspielen, wie wir heute waren. Ja, mein Gott, welche Konjunktive. Ja, Konjunktive. Du hast die letzte Musik. Ich hatte die erste, du darfst die letzte machen. Also dann, ich habe noch so schöne Sachen, aber alles geht nicht. Aber was hält dich noch alles? Ja. Hält es dir fürs nächste Jahr auf? Wir werden das nächste Jahr wieder lieben. Erzähl. Ich muss einen Mann zuletzt spielen, den ich so sehr liebe, wirklich liebe, obwohl ich ihn nie getroffen habe. Und ja, deshalb liebe ich dich, weil du so viel lieben kannst. Das ist so wirklich, schön. Ja. Wirklich, ich kann mir den ans Herz nehmen. Und das ist der Pianist Bill Evans. Und er ist der große Lyriker, der große Impressionist unter den Pianisten. Und ich habe vorerst mal einen heiligen Titel gespielt, der Peace Peace heißt, Friedensstück. Das kann ich in diesem Jahr nicht wieder machen, aber ich muss einen etwas verwandten Titel spielen. Von einer ganz unterschätzten Platte, die heißt From Left to Right. Und zwar deshalb, weil er ein Elektroklavier, ein Fender-Klavier und ein mechanisches Klavier auf der anderen Seite gehabt hat. Und er hat auf beiden gespielt. Und das Stück heißt Soiree. Also es feiert eigentlich einen Abend. Und es hat eine ganz meditative Stimmung rund um einen Abend. Und wir hören beide Klaviere. Und ich wünsche dir ein schönes neues Jahr. Ein schönes neues Jahr dir. Komm gut von allen Reisen wieder, mein Verlobter. Danke. Bis zum nächsten Jahr.